Oh. Dennis. Okay, geh mal drin. Geh mal drin. Und Alarm. Da hat jemand geschossen. Das Auto kommt. Da hinten hat einer, da hat jemand geschossen. Für so Spontanvideo und so Aufnahme gar nicht schlecht. Alter Schwede, guck da mal die Dick da oben an. Ich freue mich mit der Liebe in der Uhrzeit. Die sind 150 suchen noch uns. Geh mal in die Garage. Nächste, wo wir sind, ist komplett zugeschweißt. Ist alles. Okay. Fahren, still betreten und fahre Verbot. Hier war wo früher Heizung drin. Ja, mach das. Heizungsanlage. Ich weiß nicht, ob man sie kann. Leider alles zu. Tobi, wo sind ihr? Komm, wir bauen nur ein Stückchen weiter vor. Ja, ich habe euch. Ich habe euch einen Blick. Alter Schwede. Was knallen die da? Wir müssen von der anderen Seite müssen wir hier laufen. 100%ig. Tobi, 100%ig hat auch einer noch Schreckschuss. Schreckschuss und irgendwelche Kanonen. Das ist eher 9 mm. Ja, 9 mm. Schreckschuss ist ein bisschen ruhiger. So gängiges Maß. Aber es ist nichts Lautes. Das hört schon vielleicht wie Kanonen oder Feuer. Das kann aber auch dumm sein. Weil die Knaller, die ich mit da habe, waren echt zu blitzen, weiß ich mal. Kann aber auch die Entfernung sein, dass mir die Knaller verzögert wurden.
So, und weiter geht's auf unserer Tour. Dass jemand kauft. Guck mal, was die Spuren sind vom Auto. Ja. Das hat sich schon aufgekauft. Das kauft war. Das ist nur krank. Also ich war letztes Jahr Ende des Jahres noch da und war das alles nicht. Ja, jetzt hat sich sehr schnell aufgekauft. Der alte Schuppe. So was ist begehrt. Kein Witz. Wollen wir mal wohin gehen? Können wir machen, ja, müssen wir aufpassen. Ich hab's mir nicht gerissen. Da sind jede Menge Fahrspuren. Das muss jemand Car fahren. So wie es aussieht. Ich meine, logisch, so alte Türme, alte Gebäude von der Bahn, von der Amerikaner, Bundeswehrgelände, große Häuser, die kriegt man billig und die werden schon oft gekauft. Schicksal. Hat jemand Kauf und Kamera überwacht? Ja, alles. Ohne wie ob er hängt. Hat die Farm runtergeworfen. Wahnsinn. Das macht sie so gut. Du tust noch Video überwachen. Ich versuche gerade die Bäume mal auszugucken, ob da irgendwas dranhängt. Ein Überwachungsding. Normal darf er das nicht überwachen, das Autobereich. Ja, das Haus ist überwacht. Aber das Haus, ne? Ja. Aber eindeutig, ob es sich zu Dings hänge, die rote Streifen, und ob er am Fenster so blaues Licht schön. Ja? Ja. Ja, wie da drin ist. Als sieht er Atemschutzmaske auf. Ja, ich habe ja, das habe ich ja schon auf Video, das Ding, das Haus. Das kann ich schon mal ein paar Bilder und ein paar Sachen einblenden. Um was für Objekt sich das so handelt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Da hat das Ding jemand gekauft. Bei mir das Motor war im Wasser nicht. Nee. Woher dann? Ja gut, kann man nichts machen, ne? Also auf Kamera würde ich jetzt auch nicht unbedingt rinlächeln wollen, ne? So, und jetzt sind wir schon am dritten Objekt, würde ich mal behaupten, oder am dritten Standort, wo wir jetzt von der Tour hingefahren sind. Und zwar hat mein Kumpel da was gesehen. Das könnte ganz interessant sein.
Und es könnte lustig werden. Das Schlimmste ist halt hier, wir sind mitten im Wald. Deutscher Wald, Waldwege. Also das Schlimmste ist nachts oder um die Mitternacht das ganze Viehzeug. Jetzt sowieso mit den Schweinen, mit allem. Wie gesagt, wir sind hier unterwegs in sportlicher Montur. Wir haben keine Ausrüstung dabei, nur das Nötigste. Taschenlampe, Handys und das war's auch schon. Ich frage mich immer noch, Tobi, ich frage mich immer noch, wie mir denn, wo der Weg an das Hütsche gehen soll. Verstehe ich, wenn da eine Hütte war oder irgendwas war, wie kommt man da hin? Hundertprozentig. Ja klar, mir geht die nicht blind. Mir geht die nicht blind durch die Welt. Und wie gesagt, wenn man da Vanerre geht oder rumläuft oder fahrt, sag ich jetzt mal, egal wo man ist, man sieht ja, was verlassen ist. Ohne das Fliegertal, wie man in die Art fragt. Also, hier gibt es mir eigentlich nichts, was mir so eigentlich noch verborgen ist. Doch. Tobi, eins kenn ich nicht. Das ist der Schlaganfallberg. Schlaganfallberg ist das Wunder. Gefühlte halbe Stunde gelaufen. Zwischen Wiese und Schilf. Ha? Wo? Sieht aus wie ein Reh. Ich sehe kein Reh. Ich weiß bloß, sonst wir stehen hier mitten im Sub drin. Ja. Tobi, du hast kein Reh. Aber drüber kommen wir nicht, ne? Keine Ahnung, und da ist das Ding. Das geht ja im Gatter, das heißt, das ist mit der Öffnung zu, und das ist auch noch was. Ich will wissen, was das da drüber ist. Schuh. Muss ich den Akku laden? Ja. Jetzt ist weg. Ist abgehauen. So ist ein Weg, wo das geht. Ist so eine Brücke oder was? Durch den Schilf geht der Weg durch. Ja, weil kommst du rüber? Ja. Ist gut, hier darf ich. Du hast immer einen Schuh voller Blöcke. Also wir kommen von der anderen Seite um schon hier, das ist sicher. Machst du schon mal an dem Ding? Nein, noch nicht, aber das ist ein Problem. Du musst auch da sein, gell? Wir waren heute schon ziemlich nah an dem Ding dran. Du musst aber mit Schaffschuh da her. Ja. Oh ja. Das Ding schön. Ja, zieh mal Schuhe aus. Das sind wir ab. Die Sektion abgefüllt. Hier nicht so nah an das Tisch drauf. Wegen dem Viehstall zu tun. Ich hab's schon gehört, da ist was drin. Ja, nicht, dass es weiß, deswegen. Ich hab's auch wieder zu sehen. Ich bin froh, wenn wir da gleiten.
springen sie voll ab, ey. Wie gesagt, so eine Trippe ist es da. Da das Ding da. Sollen wir jetzt gleich weg, denn sonst springen sie ab. Jetzt schauen wir da ab. So, Tobi, wir müssen mal auf die andere Seite gehen. Wir waren halt wieder nah dran, wir waren ungefähr auf der Höhe da. Moin, ja. Mal hingehen. Hier kann ich ja problemlos mit Clay her, das ist gerade kein Problem. Moin. Jetzt gucken wir mal, dass wir da wieder rauskommen. Bevor wirklich noch die Ratten kommen. Ihr Ratten. Mal hier gibt's. Ich weiß nicht, was mein Bruder vorhat, aber er was gefunden hat. Ich hab gesagt, suchen wir was. Unser Kumpel wollte unbedingt weggehen, oder? Mehr hat. Siehst du, was denn ist? Das ist fast, dass der Fuchs nicht kommt. Hä? Das war ich. Okay. Was ist für Fuchs kommt, Dennis? Ja. Wow. Schlauchboot, der ist der Straße gelaufen, der man nur auf Wasser laufen kann.